Seit wir vor 5 Tagen am Flughafen von Agadir gestartet sind, haben wir gerade einmal 183 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist noch steigerungsfähig. Essaouira nach 2 Nächten zu verlassen, fällt uns nicht leicht. Hier hätten wir es gut länger aushalten können. Hupsala. Heute stehen nur knapp über 50 Kilometer auf dem Programm. Und ich habe einen Spezialtrack ausgedüftelt, bei dem wir auf einer Sandpiste am Strand entlang und dann durch den Forst von Essaouira fahren, bevor wir wieder auf die Küstenstraße nach Norden treffen. Wenn der Weg so bleibt, kann ich damit leben. Was ist los? Ich verstehe nichts. Ungefähr 11 Kilometer. Die gut befahrbare Sandpiste endete an einer Deponie. Mein geplanter Track hätte durch die Dünen mit knöcheltiefem, losen Sand geführt. Mit beladenen Fahrrädern unmöglich. Wir kehren um und nehmen die Hauptstraße. Wir fahren quer durch den Forst von Essaouira. Wir sind gespannt, wann der richtige Wald beginnt. Aber kaum ein Strauch oder Baum ist hier höher als 2 Meter. Links von uns haben wir bald den Atlantik im Blick. Wir biegen von der Küstenstraße ab und nähern uns einem Fischerdorf unten am Meer. Dann biegen wir ab auf eine Piste, die direkt zu unserem Gästehaus Golden Bay Bar führt. Das Golden Bay Bar ist eine kleine, private und sehr gepflegte Ferienanlage in Alleinlage. Nur wenige hundert Meter vom wunderschönen Sandstrand Bay Bar Beach entfernt. Die französische Inhaberin und ihre Mitarbeiter sind sehr bemüht um ihre Gäste. Vor dem Abendessen unternehmen wir noch einen kleinen Spaziergang zum Strand. Das exzellente Abendessen wird durch einen vorzüglichen marokkanischen Weißwein aus der Region Meknes gekrönt. Nach knapp einer Woche komplett ohne Alkohol gönnen wir uns diesen Genuss. Über unsere holprige Piste kommen wir zurück auf die Hauptstraße. Die 78 Kilometer lange Strecke nach Safi entspricht ziemlich genau unseren Erwartungen. Es geht endlos entlang der Küste. Immer wenn einer der ausgetrockneten Flüsse ins Meer mündet, geht es runter und gleich danach wieder hoch. Also macht es ja ein wenig abwechslungsreich, diese Wellen, aber ein wenig nervig ist es trotzdem. Im einzigen größeren Ort an der Strecke machen wir den Fehler, dass wir einfach durchfahren, ohne unseren Proviant aufzustocken. Thank you.
den letzten 20 Kilometer nach Safi fahren wir durch ausgedehnte Industriezonen. Die Verarbeitungsanlagen für Phosphat und Sardinen zählen weltweit zu den größten ihrer Art. Ein völlig verändertes Landschaftsbild. Die Industrie verschafft der Stadt Safi einen gewissen Wohlstand. Und unser Quartier ist inmitten der Konsummeile mit ihrem reichen Warenangebot. Nach meinem GPS müsste unser reserviertes Zimmer Blue Riad in einer Seitengasse der Hauptgeschäftsstraße liegen. Problem ist nur, dass es weder Straßennamen noch Hausnummern noch eine Hinweistafel gibt. Da müsste dann auch was dastehen. Das Ding, das weiße Pferd. Das weiße Pferd, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Es gibt nirgends Straßennamen. Wir schieben noch einmal durch die Gasse und finden wieder nichts. Erst im dritten Anlauf hat es geklappt. An der blauen Stahltür, dem Eingang zum Blue Riad, sind wir vorher schon zweimal vorbeigelaufen. Und? Alles gefunden. Am Abend hatte es gerade noch zum Duschen, Essen gehen und ein paar Fotos posten gereicht. Und am nächsten Morgen verlassen wir die Stadt Safi schon wieder. Die Stadt Safi ist bekannt für ihr Töpferviertel am Rande der Medina. Das wissen wir, seit wir 1984 zum ersten Mal in Marokko waren und ein hübsches Teil von dort mit nach Hause brachten. Heute reicht unsere Zeit nur für einen flüchtigen Besuch der Medina und des Töpferviertels. Die Medina wirkt wie ausgestorben. Morgens um 8:30 sind noch fast alle Läden geschlossen. Auch im berühmten Töpferviertel haben erst wenige Läden geöffnet. Wir haben jetzt verlassen die Stadt nach Norden und dort begegnen uns zwei Männer im Radler-Outfit mit ihren vollbepackten Rädern. Soher und sein Freund haben eine Zweitagestour von Safi ins Umland unternommen, wo der Freund eine Ferienwohnung besitzt, und fahren nun zurück nach Safi. Für Soher ist das eine Trainingseinheit für eine große Radtour in den Süden des Landes. Unser Tagesziel Walidia ist ein quirliger Marktort und auch ein Touristenzentrum mit zahlreichen Unterkünften. Unsere Privatunterkunft Dar Dukala, die wir über Booking gebucht haben, bietet Küche, Bad, WC, zwei Schlafräume, eine private Terrasse, eine gemeinschaftliche Dachterrasse und kostet für zwei Personen gerade einmal 19 Euro inklusive Frühstück. Da freut sich der Sparstrumpf. Von unserer Frühstücksterrasse haben wir einen großartigen Blick auf die Lagune und auf den Atlantik. Ja.
Rechts und links der Straße wird es immer grüner. Für Obst- und Gemüseanbau ist hier reichlich Wasser vorhanden. Kein Vergleich mit den trockenen, kargen Landschaften, durch die wir in den vorherigen Tagen gefahren sind. Ansonsten bietet die Fahrt entlang der Küste wenig Abwechslung. Bis plötzlich nach einer Bergkuppe die ganze Landschaft in einen Smognebel gehüllt wird. Etwa 20 Kilometer südlich der Großstadt El Jadida wurde hier ein riesiger Industrie- und Hafenkomplex errichtet. Ein gewaltiger Kontrast zum sonst häufig noch archaischen Leben in der marokkanischen Provinz. Auf den letzten Kilometern nach El Jadida verlassen wir die Hauptstraße und fahren weiter entlang der Küste. In El Jadida haben wir wieder über Booking die Herberge Riad Ksar gebucht, die innerhalb der mit mächtigen Mauern umgebenen ehemaligen portugiesischen Festung in der Altstadt liegt. Unser GPS liefert uns punktgenau an dem Haus ab, vor dem bereits unser Gastgeber Azzedine sitzt und uns erwartet. Azzedine hat schon einiges von der Welt gesehen. Er war als Koch mit einer 30-köpfigen Handwerkertruppe unterwegs, die in vielen Ländern der Welt wie Italien, der Elfenbeinküste oder Südafrika Moscheen mit kunstvollen Mosaiken ausstattete. Abends unternehmen wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Gassen der Medina innerhalb der portugiesischen Festung. Den Spaziergang setzen wir bei der Abreise am nächsten Morgen mit dem Fahrrad fort. Bevor wir El Jadida verlassen, wollen wir am Rande der Altstadt, dem großen Fischmarkt, noch einen Besuch abstatten. Die Hafenkatze vor der Fischmarkthalle putzt sich bereits nach ihrem Festschmaus. Musik
20 Kilometer entfernt von El Jadida liegt Asemor, die nächste Hafen- und Festungsstadt, die auf eine portugiesische Gründung zurückgeht. Marokkanische Marktstände sind jedes Mal ein Genuss für Augen und Ohren. Dann noch ein Streifzug durch die Gassen des Geschäftszentrums. Und dann liegt die mächtige portugiesische Festungsanlage direkt vor uns. Durch eines der Stadttore betreten wir die Medina, in der viele Häuser auf einen Käufer und auf eine Restaurierung warten. Elke, wäre das was für uns? Uns begeistern die bunt angemalten Altstadthäuser und die zahlreichen Kunstwerke, die Streetart-Künstler an kahlen Häuserwänden hinterlassen haben. Wir können gar nicht genug davon bekommen. Der morbide Charme des bewohnten Museums hat uns sofort in seinen Bann gezogen. Die Straße. Ja. Also wieder zu. Hier? Oder hier? Okay, na sehen. Da sind wir schon mal gewesen. Es ist bereits Nachmittag, als wir Asemor verlassen. Wir müssen Strecke machen, damit wir unser Tagesziel erreichen. Auf der stark befahrenen Hauptstraße nach Sidi Rahal gibt es ein Malheur. Ich weiche auf den Seitenstreifen aus, damit ein Traktor überholen kann. Beim Wiedereinscheren auf die höher gelegene Fahrbahn wäre ich fast gestürzt. Dabei fällt mein Garmin auf die Straße und hat zu zwei Dritteln Mattscheibe. Zum Navigieren nicht mehr zu gebrauchen. Sidi Rahal ist ein großer, aufgeräumter Ferienort vom Reisbrit. Ein Ort, in dem die marokkanische Mittelschicht ihren Strandurlaub verbringt. Vor uns liegt am nächsten Tag die Stadteinfahrt nach Casablanca, die mit Abstand größte und modernste marokkanische Stadt. Ohne Navi könnte das schwierig werden. Vorsichtshalber speichern wir uns Screenshots der letzten Meile auf unserem Handy. Aber der kaputte Monitor des GPS hat sich teilweise vom Sturz gestern erholt und taugt bedingt wieder zur Navigation. Auf geht es zum Finale. Bikemap hat uns für die Stadteinfahrt spannende Routen vorgeschlagen, auf denen wir die Hauptverkehrsstraßen weitestgehend meiden können. Thank you.
Wir kommen durch interessante Siedlungen und Orte im Speckgürtel. Hier verirrt sich nur selten ein Tourist. Die Wohnblocks der Trabantenstädte von Casablanca wachsen in das Umland hinaus und treffen dort auf ärmliche Ansiedlungen an den Stadträndern. Arm und reich liegen dicht beieinander. Gerade radeln wir noch durch eine Armensiedlung ohne befestigte Straßen und Kanalisation. Und kurz darauf erreichen wir schon gepflegte Wohnsiedlungen mit feinen Residenzen und Gated Communities an der Atlantikküste. Entlang der Küstenstraße findet sich alles, was die wohlhabenden Teile der Bevölkerung von Casablanca brauchen. Shoppingcenter und Veranstaltungsarenen, Freizeitparks, Carrefour, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Badestrände und Surfspots. Dann beginnt der erste eigenständige Radweg, den wir bisher in Marokko gesehen haben, und führt in einer Balmenallee parallel zur Hauptstraße in Richtung Stadtzentrum. Am Rande der Innenstadt taucht direkt an der Atlantikstallküste eine imposante Moschee auf. Sie ist König Hassan II. Gewidmet, der das Land von 1961 bis zu seinem Tode 1999 regierte. Und dann erreichen wir die Altstadt von Casablanca. Thank you.
Wir machen uns auf die Suche nach unserem Übernachtungsquartier Riad 91 inmitten der unübersichtlichen Medina, ja, mit ihren Tausenden von kleinen Geschäften und Verkaufsständen. In dem unübersichtlichen Gewirr verlieren wir mit unserem nur teilweise funktionsfähigen GPS sofort die Orientierung. Wir lassen uns treiben und werden irgendwo am Rande der Medina wieder ausgespuckt. Geschafft! Wir sind erschöpft vom Laufen, Lärm und Trubel. Wir genießen die Ruhe im Restaurant, das sich über dem Innenhof unseres Riad befindet. Am nächsten Morgen geht es zum Busbahnhof. Wir zerlegen und verpacken unsere Fahrräder. Und 6 Stunden später liefert uns der klimatisierte Bus in Agadir ab, dem Ausgangspunkt unserer Reise. An unserem letzten Tag vor dem Heimflug nach Deutschland zieht ein Regenband über Agadir und die gesamte marokkanische Atlantikküste hinweg. Wir haben an der Strandpromenade von Agadir gerade vor dem Starkregen einen trockenen Zufluchtsort gefunden. Als uns ein Freund von Ulm aus per WhatsApp schreibt, dass es gegen 13 Uhr wohl regnen wird.